Euch heute ein bisschen so um den Lohn eurer Arbeit gebracht? Ja, ganz klar, wir fühlen uns schon betrogen, ne? Ich denke, wenn man hier so verliert, dann ist es ganz bitter. Und es tut doppelt weh, wenn man sieht, wie sich die Offenbacher dann feiern lassen dafür. Wie haben Sie die Szene gesehen, die erstmal die zum Elfmeter führte? Ach, ich denke, das ist normal im Fußball, dass da geschoben wird und ein bisschen festgehalten wird im 16er. Jeder, der Fußball sieht, der weiß, dass da halt viel mit dem Körper gearbeitet wird. Und dafür dann einen Elfmeter zu pfeifen, wo der Spieler nicht mal zu Boden geht, ja, da fehlen mir die Worte einfach. Und das ist enttäuschend, von so einem erfahrenen Schiedsrichter so einen Elfmeter gegen sich gepfiffen zu bekommen. Und die darauffolgende Szene. Das waren, ja, es gab dann ein bisschen Theater schon bevor der Elfmeter geschossen wurde. Ist halt normal, wenn man so einen Elfmeter gegen sich gepfiffen bekommt. Ist halt im Fußball so. Dann, als der Ball im Netz ist, wollte ich zum Tor laufen und den Ball aus dem Netz holen. Und dann gibt mir der Spieler einen Bodycheck und ich falle zu Boden. Also war nicht so, dass Sie vielleicht auf Ratgeber zugelaufen Nein, sind gar und Ihnen nicht. noch was mit auf den Weg geben Nein, nein, wollten? nein, gar nicht. Ich wollte Richtung Tor laufen und den Ball aus dem Netz holen. Ja, dann in Ihre Richtung laufen, weil in die Er, Richtung müssen Sie ja ich, gekommen ich, ich bin, ich bin quasi diagonal Richtung Tor gelaufen und er hat sich in dem Moment wohl zum Feiern und hat gesehen, dass ich auf ihn zulaufe. Vielleicht hat er gedacht, ich will auf ihn zu oder gesagt, aber ich wollte an ihm vorbei. Er gibt mir einen Bodycheck und ich falle zu Boden. Ich denke, wenn man gelb vorbelastet ist dann, und wenn man so einen Elfmeter für sich gesprochen bekommt, den dann noch reinmacht. Wenn man sich dann noch, wenn man dann noch so eine Aktion macht, dann ist man selbst schuld. Vom Offenbacher Publikum mussten sich danach ganz schön was anhören. Ja, keine schönen Dinge, klar, aber so ist Fußball. War ich der Buhmann. Schade, dass wir nicht noch einen Punkt mitgenommen haben, dann ja, wäre alles etwas einfacher auch für mich. Aber so, na gut, juckt's mich nicht. Wir freuen uns auf das Rückspiel. Okay, danke.